warum rauscht das so? Kauf dir doch Geld, Mann. Ja, sagst du mir auch. Ja, natürlich kaufe ich mir das Geld. Da müsste aber erstmal jemand 1000 Euro spenden, dass ich mir einen neuen PC kaufen kann. Ja, aber dann würde ich mir direkt einen Arzt beweisen. Der Sohn hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Herzinfarkt, okay. Hier, der liegt unterm Auto und das Auto qualmt. Der hat einen Herzinfarkt, okay. So. Wie? Hallo? Hä? Ich glaube, da funktioniert was nicht. Ach so, nee, das geht hier ja gar nicht über die Tasten, oder? Aber da war doch was mit den Tasten. Die Tasten funktionieren nicht. Die hatten funktioniert, das weiß ich. Ich mal ein bisschen. Was für ein Kommentar? Lies mal vor. Ich hab, wie? Was meinst du? Warte, ich leg das mal eben selber fest, so. Hast du Arma 3? Jemand hat einen Kommentar, was? Achso. Was ist der Kommentar? Arma. Nee, da hat noch jemand gefragt, wie alt ich bin. Das musst du auch vorlesen. Ich bin 19 Jahre alt, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Das ist doch uninteressant. Arma 3 habe ich nicht. Ich habe Arma 3. Hä, wie das Fahrzeug befindet sich bereits im Einsatz? Ich habe das. Was soll das denn? Moment, ich muss hier mal... Wo kann man denn hier das Dach ausblenden? Wieso funktioniert das alles nicht? Ja. Hä? Hier muss er... Wo kann man hier das Dach ausblenden? Das ging doch irgendwo. Hier sind die Fahrzeuge. Ha? Bitte Hilfe, Zuschauer. Ich habe keine Ahnung. Also beim letzten Mal hat das funktioniert. Dach. So. Also das hier muss auf die 1 normalerweise. Und das hier auf die 2. So muss es eigentlich sein. Und normalerweise kann ich doch hier... Ja, der schlaue Stepcut kenne ich, weiß. Fahrzeug befindet sich bereits im Einsatz. Guck mal, die blinken doch. Das ist doch nicht normal. Soll das jetzt die Herausforderung sein, dass hier alles kaputt ist, oder wie? Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Ja. Fahrzeug 31 hört. Sind denn da Leute drin? Fahrzeug 1 auf dem Weg. Naja. Da sind keine Leute drin. Auf dem Weg. Aber ich kann doch jetzt keine RTWs alarmieren. Wie soll ich den denn dann retten? 1 drücken. Ja, ich weiß. Du musst mal die Kommentare lesen. Das habe ich ja gerade erst festgelegt. Das ging ja nicht. Hast du irgendwas? Was hast du denn irgendwas? Ach so, ja. Ja, ich habe Euro Truck Simulator 1 und Emergency 4. Das ist richtig. Vollalarm. Kommen denn jetzt hier wenigstens Leute angelaufen? Oder geht das auch nicht? Ja, du solltest mal langsam neue Spiele kaufen, ne? Guck, die Leute kommen angelaufen. Ich starte das Hauptmenü. Ich starte jetzt mal hier so ein Endlosspiel, weil das funktioniert irgendwie nicht. Die Tasten 1 und so waren nicht belegt. Und das hat alles nicht geladen. Also die waren schon im Einsatz und so. Und ja, irgendwie ging das nicht. Das sollte nicht so sein. Ja, ich weiß, das habe ich doch schon vorgelesen. So. Sichte mal ein bisschen. Geht das jetzt? Ja, jetzt hier funktioniert das. Alles in Ordnung. Ja, habe ich schon noch mal. Ist noch nicht angekommen. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und leicht verletzt. Im Gebäude drin. Wo ist denn hier der Eingang? Da. So, jetzt kann ich auch den RTW alarmieren. Jetzt funktioniert das auch. Wer hat da Hallo geschrieben? Lies mal vor den Namen. Lukas Leroy. Ich kann das nicht besser aussprechen. Egal. Du kennst ja mein Talent da. Lukas Leroy würde ich es aussprechen, keine Ahnung. Ja, dann wird das schon richtig sein. Hat Hallo geschrieben.
machen wir ein paar sehr spannende Action-Aufnahmen. Sichte mal ein bisschen. Was? Lies mal vor. Rainbow Six Siege hast du wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein. Natürlich nicht, er hat ja gar nichts. Ja, ja, das stimmt. Ich habe nur ein paar Simulatoren, aber die darf ich erst spielen, wenn ich 500 Abonnenten habe. Warum kaufst du nicht Spiele für 5 Euro, jetzt mal im Ernst? Ja, das weiß ich nicht. Ja, mach doch mal, ich kann ganz viele, die 5 Euro kosten. Deswegen habe ich ja auf mehr. So. Der holt sich jetzt hier ein bisschen Rettungsrucksack. Hallo. Was? Sturmer Kammel? Okay. Bei dir kommen sogar die Kommentare verzögert an. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich auch manchmal so spät. Also. Guck mal, der liegt da unterm Glastisch. Nee. Doch, halb. Der liegt im Tisch. Nee, unterm Tisch. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Guck mal, hier liegt er vor dem Tisch, ne? Ein Glastisch. Der hat eine Wand hier. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, liegt er da drunter. Da ist die Wand weg. Da hat er keine Wand. Guck, man sieht die immer nur, von innen hat er keine Wand mehr. Und der verschiebt die... Oh, jetzt habe ich irgendwie... Was? Irgendwelche Benachrichtigungen am Handy, kann ich jetzt nicht lesen. Wird das noch oder nehmen wir den einfach mit oder muss man jetzt einen Notarzt alarmieren? Ich glaube, wir nehmen den einfach mit, ne? Was sagst du als Experte? Ich vertraue dir, ich glaube, du hast da mehr Erfahrung. Nein, du musst das jetzt sagen als Experte hier. Ich würde das mitnehmen. Ja, dann nehmen wir das mit. Ja, ich bin auch ein Grafikfehler. Was? Oh Gott, er holt sich Spiele aus der Zeit, wo der Welt zu. Toller. Damit war nicht Battlefield 1 gemeint. Hä? Was denn? Was? Was? Das ist jetzt zu viel. Wisst ihr warum? Weil. Liest du doch mal die Kommentare vor. Du machst doch sonst. Ja, gern. Yeah. Jan TV hat geschrieben, damit war nicht Battlefield 1 gemeint. Ja, Battlefield 1 ist ja noch relativ neu, aber es kommt ja auch ein neues Call of Duty jetzt raus, in dessen Weltkrieg spielt. Das kann er also auch nicht gemeint haben. Ja, wahrscheinlich meint er, dass die Spiele so alt sind, dass die. Ja, natürlich. Ja, aber die Spiele habe ich mir damals gekauft. Und Lukas Lamoy hat geschrieben, wisst ihr, warum bei mir wahrscheinlich die Biberfelder die ganze Zeit abstürzen? Ja, also. Ja, wir als Experte muss das auch wissen. Ja, es gibt da ja bei der Biberfelde-Mod so ein Installationsding, was man installieren kann, ne? Oha, da wurde jemand überfahren. So. Ja, also wenn das installiert... Nee, das daran dürfte es auch nicht liegen. Ich weiß nicht. Also, funktioniert eine andere Modifikation? Ja, jetzt müssen wir wieder eine Minute auf den Antwort warten, ne? Sichte mal ein bisschen. Bin Afrikaner. Okay, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Boah, das ist jetzt bei mir jetzt erst angekommen, ey. Ja, war natürlich der beste Kommentar. Der ist auch nur hier, um irgendjemanden zu beleidigen oder so. Also ich bin Deutscher, ja. Habe ich jetzt jemanden beleidigt? Oder wie meinst du das? Ja. Er ist nur hier, um uns zu beleidigen, keine Ahnung. Wieso sollte er... Weiß nicht. Hä, wie soll das denn beleidigend sein? Das war doch einfach... Nein, ich meine das davor. Du bist das auch Grafikfehler. Ja, aber das stimmt doch. Ja, kann man nicht sagen. Die stürzt ab... Ja, liest du das vor. Kommt noch gar nicht an bei dir. Die stürzt ab, weil du ein paar Dateien im Ordner köcheln musst. Und... Was, ja, köcheln? Ja. Was heißt das? Keine Ahnung. Und danach, ja, alles gehen, außer die Biber.
Ja. Die Kommentare sind das Beste hier, wirklich. Also die Bieferfelder mal funktionieren nicht und die anderen schon. Dann habe ich keine Ahnung. Da gibt es aber ein Forum, da kann man ja mal reinschreiben. Die helfen bestimmt. Ja, der packt super, Alter. Hatte keine Lust, rückwärts einzupacken. So. Wie gesagt, du musst aus dem Ordner eine Datei entfernen. Sichte mal diese Katastrophendatei. Was ist eine Katastrophendatei? Ja, kannst du mir aber eine Frage nehmen, weil was ist das? BMA. Machen wir Feuer 1, ne? Achso, jetzt muss ich ja hier, das ist ja kompliziert. So, das habe ich noch nie gemacht hier. Also die kommen jetzt alle angelaufen. Dann muss man die sich hier anziehen lassen und so. Ich kann fliegen. Das ist sehr schön für dich. Ja, der Sturmer Kammel, das ist auf jeden Fall. Der hat immer die besten Kommentare hier. Genau mal da rein, ne? So. Ja. Die muss man jetzt einzeln anklicken, weil komm, einen Gruppenführer schicken wir da mal rein. Hier zwei Feuerwehrleute. Ach so, jetzt habe ich hier falsche. Nee, doch nicht, egal. Alles richtig. Der steht da noch rum. Wie viele passen denn da rein? Ich nehme noch mal ein anderes Fahrzeug dazu. Fahrzeug 2 hört. Moment, wir bauen noch einen, der die Tore öffnet. So, mach mal das Tor auf. Ich mach das doch richtig, oder? Ich kann durch Wände laufen. Jetzt kann er auch noch durch Wände laufen. Sehr interessant. Also das war das falsche Tor. Mach das wieder zu. Mach das Tor wieder zu. Läuft immer außen rum. Okay. Ach, die muss da gar nicht hinlaufen. Was war das jetzt? Und mich unsichtbar machen. Elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Fahrzeug 2 hört. Okay, da fährt mal einer dahin. Hä, das geht denn echt gar nicht, dass hier Martins Horn ohne Blaulicht, egal. So. Wo war jetzt das mit dem BMA? Mit der BMA, die Brandmeldeanlage, ne? Ich glaube, da brauchen wir hier noch mehr Leute. Ist er schon da? Ja. Wo war jetzt das Feuer? Das Haus brennt. Ja, dann würde ich mal sagen, steigen die aus, ne? Die haben alle keinen Atemschutz. Nehmen wir einfach mal ganz viele Schläuche raus und gucken, wie das funktioniert hier. Sichte mal ein bisschen. Die stehen alle im Weg. Was ist das Feuer schon gelöscht, oder wie? Ich sehe nichts, also keine Ahnung. Hä? Anschließen. Oder müssen wir hier noch irgendwas machen? Pumpe starten? Du löscht aber gerade ein aus, was nicht brennt. Doch, das brennt. Hä, wo sieht man das denn? Hier, da das Ach kommt. Ja, doch, ja, okay. Hier, da aus der Lüftung kommt. Ja, cool. Aber brennt, lösch mal. Sie ist schweißverschmolzen. Ich glaube, ich kann da nur einen Schluck. Nee, doch nicht. Oh, der löscht doch schon. So, hier hat er hier so ein. Ich bin ein Geist und bei unserer Feuerwehr geht auch Martins Horn ohne Blaulicht. Okay. Ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte das auch. Sichte mal ein bisschen. Aber ich wusste ja, dass blaue Licht ohne Martinshorn geht, aber andersrum. Ey, Kamel, was laberst du? Wer ist Kamel? Der meint bestimmt Sturmer Kammel, ne? Und dann bezeichnet er mich als Kamel. Ja, kann auch sein. So, hier sind ja. Boah, guck dir das an, wie viele Leute hier sind. Gruppenführer. Ja. Haben wir hier einen Einsatzleiter? Tatsächlich Einsatzleiter. Ja. So.
Ja, geht nicht, oder? Okay, mach halt nichts. Schicken wir da ein paar Feuerwehrleute rein. Ja. Gut, ich glaube, Atemschutzdinger können da nicht rein, ne? Der hat sich teleportiert. Normaler Feuerwehrmann. Ich glaube, das ist jetzt voll. Wer ist der Typ, der meinte, er wäre gut? Ach, egal. Keine Ahnung. Sehr interessante Kommentare hier. So, fahren wir mit dem auch mal dahin. So. Der andere ist jetzt da, dann sagen wir dem erstmal, was er zu tun hat. Jetzt brennt hier noch ein zweites Haus gleich, oder brennt schon. Dann fahren wir mal dahin. Er fährt sehr schnell. Zurzeit haben wir noch einen Zuschauer. Ja, da steht 5 bei mir. Hä? Bei dir steht 5? Ja. Bei mir steht einer. Ich glaube, das stimmt nicht. BMA ausgelöst, da hinten. Also, muss ich jetzt Unterstützung anfordern? Schlauchwagen. Hier. Ich muss hier auch mal jetzt hier. Da haben wir auch noch eine Drehleiter, ne? Ja. Gruppenführer. Ja. Wie lange geht der Stream noch? Keine Ahnung. Sag du mal. Ja, weiß ich nicht. Wieso machen die denn nicht? Was soll ich denn wissen, wie lange du jetzt das Spiel hier spielst? Ja, das musst du doch entscheiden. Warum muss ich denn das entscheiden? Ja, weiß ich doch nicht. Du bist doch der Chef. Na, ich bin der Spieler hier. Nein, du bist der Chef. Nee. Ja, ich muss das jetzt hier mal löschen. Mal ein bisschen. Ich bin alleine. Ich bin stolzer Fan. Ja, okay. Hi. Direkt danach hat noch jemand... Ja. Das war's dann schon mit dem Stolzsein, ne? So. Jetzt habe ich da natürlich nur 3 Leute reingetan. So. Kann der hier auch das Ding starten? Hallo. Hi, folgte, hallo. Okay. Ja, das war auch manchmal beim letzten Livestream haben die auch Hi und Hallo und guten Tag. Ja, von derselben Person. Ach so. Nein, Moment. Hat er die Pumpe jetzt gestartet oder nicht? Tja, man weiß es nicht, ne? So. Wie läufst du mit dem Löschen? Ja, siehst du doch. Nein, ich gucke die Hälfte meiner Zeit auf meinen Bildschirm. Ich glaube, das ist dir aber schon aufgefallen. Also hier brennt es und ja. Sichte mal ein bisschen. Was geht? Was? ID Portrait GFC. Okay. Alles, was Beine hat. Was ist alles, was Beine hat? Einer hat geschrieben, was geht, und der andere hat geschrieben, alles, was Beine. Ach so. Ja, das ist doch eine gute Unterhaltung hier für die Zuschauer. So. Jetzt sind es nur noch 3. Spiele ich heute so schlecht, oder woran liegt das? Ich spiele doch eigentlich immer schlecht. So, schicken wir die noch hier hin. Sichte mein Hallöchen.
Ja. Von Jonase. Was, der Jonase ist auch da? Ja. Der war ja beim letzten Mal traurig wegen meiner Nase und so, aber das haben wir ja geklärt. Okay. Weil jemand hatte gesagt, hi Nase, und ich dachte dann, der hätte zu meiner Nase Hallo gesagt. Aber dann hat sie ja eigentlich zu Jonase Hallo gesagt, und dann war meine Nase traurig und dann, ja. Also bei Twitch guckt nur noch ich. Hast du das gerade gesehen? Guck mal, die sind hier irgendwo rausgefahren, sind dann hier lang gefahren, sind dann hier abgebogen, haben dann hier gewendet und fahren jetzt hier die Straße wieder zurück. Und er fährt hier die ganze Zeit rückwärts. Mein Wunschmod. Ja, das stimmt. Hier ist ja schon alles gelöscht. Wir können hier noch nach Hause fahren. So. Jetzt muss man hier alles manuell wieder abräumen und so. Ja, wie findest du das Spiel denn bisher? Du hättest ja mitspielen können, aber du magst das ja nicht. Warum gefällt dir das Spiel denn nicht? Ja? Nur weil ich kein Fan von Strategiespielen bin. Warum das denn? Das hat nichts mit dem an sich zu tun. IDK0FÖÖF. Ja, das ist der beste Kommentar bis jetzt hier. Das ist bestimmt eine andere Modifikation, die ich ausprobieren soll. Ja. Muss ich mal googeln. Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. IDK. Ich finde es super. FÖÖF. So. Tja, der findet das super, ne? Ja. Wieso du nicht? Das macht doch Spaß. Der hat ja auch hier als Bild hier einen Feuerwehrwagen. Ja, ja, ich habe ja nur Feuerwehrleute als Abonnenten. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. So, habe ich nochmal Glück gehabt. Jetzt. So, der muss da wohl noch irgendwie einsteigen, ne? Habe ich noch jemanden vergessen? Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Nein, ich habe keinen. Nee, alles gut. So. Was spielen wir denn eigentlich als nächstes? Left 4 Dead 2? Oder die eine Mission von Left 4 Dead 1, die wir noch spielen müssen? Nein, ich spiele nicht nochmal. Das ist langweilig. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Was? Löschen Sie das Feuer. Ich glaube, ich habe hier ein Problem. So, da die ja freundlicherweise noch nicht da reingefahren sind, könnten die ja direkt hier hinfahren. Oha, da brennt ja, nichts. Ja, oder wir fangen danach mit den Rätseln spielen an. Ne? Ja, du meinst den Bausimulator? Nein, aber die anderen. Aber die könnten wir auch machen. Ja, der Bausimulator, das ist ein Rätselspiel. Weil da gibt es eine 80 Seiten lange Anleitung. Die können irgendwie nichts machen, oder? Die sind irgendwie nicht richtig ausgelegt. Nein, kein Feuerlöscher! Du löscht jetzt auch heute mit dem Feuerlöscher. Also bei mir steht, ich habe 9 Zuschauer, also ich habe nur Zuschauer. Ja, bei mir steht, ich habe 3. Ja, hier steht auch wieder 2. Bei mir ist das irgendwie immer falsch, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass die hier so nah am Feuer stehen, oder? So, was haben wir noch für Spiele zur Auswahl? Das ganz, ganz alte Autorennspiel von Microsoft von 2000. Ja, von 2000. Ja. Und was war da noch? Keine Ahnung. Wieso schließt ihr das jetzt nicht da an? Jetzt lösch doch mal schneller, Leon. Ja, ich kann noch nicht schneller löschen. Also ich finde, das ist eine Hammerstadt hier, ne? Ja, ja, gleich explodiert wieder das Haus. Wird von dem Spiel her. Nein, das Haus explodiert nicht, hier können Autos explodieren.
Obwohl, Häuser können auch explodieren, ja. Das hatte ich schon mal. Keine Ahnung. In der Winterberg-Mod. Hä, wieso löscht der denn jetzt nicht? Was hat der für ein Problem? Jetzt löscht er. Ich muss die Pumpe neu starten. Hat bestimmt Updates installiert. Ja. Da steht noch ein Fahrzeug mit Leuten drin. Ich glaube, das ist ein Gebäude, was man betreten kann, oder? Wir haben niemanden mit Atemschutz. Was Zoom-Mischer. Schnittschutzausrüstung. Brauchen wir nicht. Aber ich habe doch hier Atemschutz. Was? Attach-Schaumrohr? Was ist ein Attach-Schaumrohr? Das kann ich leider nicht beantworten. Hä, du musst doch wissen, was ein Attach-Schaumrohr ist. Nein. Wie kann man denn hier Atemschutz auswählen? Ich habe doch hier Atemschutzträger einsteigen lassen. Sichte mal ein bisschen. Kennst du die Dorfmod Split? Nein. Ja, man kann da reingehen, aber da sind... jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt brennt es da hinten auch noch. Nehme ich jetzt Feuerlöscher. Die haben nämlich hier... Die können unbegrenzt lange löschen. Und die Fahrzeuge haben alle unbegrenzt viele Feuerlöscher. Das ist gut, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Ja, wie lange soll ich das denn noch spielen? Das müssen die Zuschauer entscheiden, ne? Ja, dann frag doch mal. Wie lange soll ich das Spiel noch spielen? Nee, ich musste... Hey, Zuschauer, wie lange soll ich das Spiel noch spielen? Das ist wie bei Okay Google oder Hey Siri, ne? Da muss man immer als Hey Zuschauer sagen, sonst reagieren die nicht. Ja. Du kannst auch mal fragen, welches Spiel danach, ne? Ja, hab ich doch schon. Ja, da hat keine Antwort. Frag doch mal gezielt Rätselspiele oder Bausimulatorspiele. Das ist doch das Gleiche. Also entweder den rätselhaften Bausimulator, der sehr kompliziert ist. Was, 24 Stunden Stream? Ich glaube, das ist ein bisschen lange, oder? Wer ist das Spiel? Ja, siehst du doch da. Ja, also ich... Das musst du entscheiden. Ich gehe dann aber nach einer gewissen Zeit, ne? Also den rätselhaften Bausimulator oder das Spiel mit den Zombies da, ne? Ja, oder Rätsel, die nur 31 von 17 Millionen Menschen lösen können. Das weiß ich ja nicht, ob wir das zeigen dürfen, hör mal. Doch, das dürfen wir, verdammt. Guck mal, der hat keine Spiele. Ich zähle doch gerade auf. Kann sich keine leisten. Ja. Haben wir ja schon eben gesagt. Aber diesen Bausimulator, der ist auch sehr alt, ja. So. Wenn du den Bausimulator 2015 spielst, kann ich mitmachen. Nein, nicht den. Ich hab doch keinen von 2015. Was hast du überhaupt? Also, der kommt nicht mehr spielen, oder? Der ist ein bisschen älter, der heißt Bau-AG. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Da kriegt er jetzt bald Geld und dann kann er sich ein paar neue Spiele kaufen. Ja, noch hat ja keiner gespendet. Nein, aber ich krieg doch generell Geld. Ja, und? Vielleicht. So, das war's mit dem Spiel. Das ist abgestürzt. So einfach geht das. Ja, das Spiel ist doch hochwertig. Guck mal, diesen Bausimulator findet man noch nicht mal bei Google. Ja. Zwei.